Treppe. Das sieht sehr nach einer Treppe aus. Mach mal trotzdem. Okay, doch keine Treppe. Ja, warum sollte hier ein Hyperheiler liegen? Okay. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, es wäre ein Voldoball. Oh, Übernahme. Ist das so Age of Empires? Wulu, wulu, wulu? Ja, ja, du steuerst dann das gegnerische Pokémon. Oh, das wäre so gut. Du hast es dann auch einfach. Ja. Oder den Trainer. Du läufst dir einfach so einen Trainer hinterher. Oh, wie gruselig. Mir doch egal, wenn Pokémon bei unserem Experiment... Oh, okay. Wenn Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Gefügt. Hab ich doch gesagt, ne? Ja, Schmerzen zugefügt werden. Der kriegt jetzt erstmal... Das ist ganz schön böse. Alter, Härtner. Forscher, ja, Hasso. Ja. Was ist denn Hasso für ein Name? Oh nein, macht der ein kleines Ditto kaputt. Kann man das kaputt machen? Armes kleines Ditto. Nimm Metallklaue. Ich will mal ein Ditto im Team haben. Guck mal, wie freundlich das immer kommt. Ja. Oh. Kannst trotzdem mit Metallklaue weitermachen. Ja, das wird das Original-Krabi ist stärker als das Fake-Krabi. Ja. Pass auf. Ching, ching. Ah. Ja, stimmt, wir haben ja eine hohe Verteidigung. Die hat er jetzt natürlich auch. Ja, Goddammit! Das ziehen wir jetzt durch. Solange er jetzt nicht mit Härtnern anfängt. Ja, das wäre ein Problem. Das war übrigens der erste Volltreffer mit dieser Attacke. Ja, ja. Das macht wirklich kaum Schaden. Oh, aber Angriff ist eigentlich schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Er hat unsere Taktik erkannt. Oh Gott! Das wird jetzt interessant. Das ist sehr gut. Diese zwei sich anklauen. Oh, okay, Volltreffer. Krabbis. So, Level 24. Das müsste jetzt aber mindestens ein... 591, sehr gut. Sehr gut. Nice. Angriff 68. Das ist schon echt gut. Forscher Hasso. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Ja, naja. Naja. Den kann man eigentlich auch gleich nochmal mit der Metallklaue. Was sagt er denn jetzt eigentlich? Wenn wir das Radiosignal verstärken, könnte man es landesweit empfangen. Allein der Gedanke zuckt mich, der ist Evil Guy. Das ist wirklich verrückter Professor. Ich möchte erst das hier. Nix Spischel. Und der andere? Protein. Ach, boah, ich hab gerade Protein gelesen. Protein. Ein Protein. Ich glaube, Protein war Angriff oder Verteidigung. Dauerhaft erhöhen. Oh, dauerhaft. Also wenn wir beim Erdner nochmal den Angriff, also, oder? Ja, schon. Nichts dagegen. Wo wird das dann sein? Das bin ich mir nicht mehr sicher. Kann sein ganz... Ach nee, hier, da sitzt er, oder? Nee, das sind die man wirklich im Kampf einsetzt. Ach so. Wahrscheinlich ist hier ist es nicht. Da. Ach, Carbon haben wir. Angriffswert. Angriff, okay, sehr gut. Ja, dann. Na dann. Machen wir das doch. Wo würde ich sagen, oder? Aber und um wie viel nicht sagt angezeigt, dann, wie viel, ja. Was macht ein K.A. Initiative? Das wird Initiative. Ja, eigentlich auch cool, oder? AP Plus macht, dass du eine Attacke mehr einsetzen kannst. Oh ja, ich meine, das ist jetzt doof, dass man sich jetzt auf so eine Attacke irgendwie so fokussiert. Aber ich finde die cool. Sofort benutzt. So, aber Carbon, Initiativewert. Da müsste ich jetzt gucken, was er hat. Was sagte der? Wahrscheinlich nicht so viel. Ich war gerade mal. Kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell ist, das Pokémon. Nee. Ja, 38. Oh, Spezialangriff ist aber das geringste. Ja, deswegen macht Surfer und Blubstrahl machen halt auch relativ wenig Schaden. Mm. Weil wir halt keinen so hohen Spezialangriff haben. Deswegen wäre es cool, wenn wir eine Wasserattacke hätten, die gleichzeitig physisch ist und ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Du bist dumm, aber du hast Mumm. Die Mischung gefällt mir. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort. Oh, das sehr gut. Wenn wir uns das merken müssten, wäre gut. Zweifle ich. Ich auch. So, erst mal gucken, was er hat. Der Hasso hatte nämlich ja schon so ein bisschen was. Vertikal, okay, ja, das könnte uns. Obwohl, nee. War eigentlich groß drüber. Also, Hyperzahn macht gut Schaden, aber. Hätte man theoretisch jetzt Härtner machen können. Also, ah, stimmt. Mal gucken, was. Okay, Hälfte. Obwohl, ja, komm, machen wir mal einen Härtner. Machen wir mal einfach. Ja, macht er leider jetzt schon Hyperzahn. Dann könnte es das fast gewesen sein. Ja, muss man wohl zum Trank greifen. Ja. Ist nicht verkehrt. Haben wir nur noch einen. Aber ich glaube, wir müssen sowieso dann nochmal einkaufen, nochmal raus.
befürchte ich jetzt gerade. Meinst du, dass andere wir fertig sind? Glaube ich nicht. Ah. Also ich meine, kann passieren, aber... Hm. Mal guck mal. Er hat auch nur das eine Pokémon. Ja. Aber stimmt, mal mehr Härtnern wär nicht verkehrt. Ja, sehr gut. Zumindest wenn man weiß, dass der Gegner physische Attacken benutzt. Ja. Dann bringt's schon ein bisschen was. Rocket Rüpel, das Postwort lautet Radikal Rute. Also okay. Muss man sich das jetzt wirklich merken, nee, wa? Ja, merken wir uns einmal Radikal Rute. Okay. Er sagt es auch nochmal, ne? Ja. Radikal Rute. Beide Passwörter. Okay. So, dann ging es hier oben weiter. Habe ich gesehen. Aber hier können wir jetzt ja rein. Ich dachte, hier kommt man nicht rein. So, dann machen wir auch noch platt. Früher habe ich für Sylph gearbeitet, aber nun leite ich Team Rockets Forschung. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, hat einen Klaps verdient. Hat er gerade Gewalt an Kindern. Ich finde das voll lustig, wie viele Verbindungen das hat zum ersten Spiel. Mhm. Dass der bei Sylph Co. gearbeitet hat. Die du ja auch platt gemacht hast. Ich habe alle platt gemacht. I killed one of them. Ach, okay. Dang it. Bringt hier Blubstrahl mehr? Gegen Gift? Nee. Surfer vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, dadurch, dass das hier eine physische Attacke ist, ja. Die ja noch verhältnismäßig wenig eigenen Angriffswert hat, ne? Also wenn wir mal sowas, wenn H. Erdner sowas lernt wie Schlitzer, dann geht's ab. Oh, haben wir nicht? Oh, nein, nee, gucken. Ich glaube, wir haben keine Schlitzer haben wir nicht. Das verwechsel ich, glaube ich, gerade. Es kann aber sein, dass er das von alleine lernt. Aber das haut also, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier schon noch auf Level 30 kommen. Ja, maybe. Es ist gar nicht so verkehrt, wie viel EP man hier bekommt. Das könnte gut sein. Ich glaube, so wahnsinnig weit von seinem Entwicklungslevel ist H. Erdner auch nicht entfernt. Oh, Gewissheit. Das gab einen Klaps jetzt, oder was? Ich mag auch das Geräusch, das ist so, als würde man so zwei Messer aneinander... Ich glaube, es ist auch das Geräusch, was Härtner macht, oder? Auch die Animation, so. Nur dass danach noch die Clown-Sachen kommen. Weil das hier ist doch wie bei Härtner. Ist das so? Ich hab drauf geachtet. Aber ich vertraue dir da. Komm, schon, ein Level hoch. Ja, das sieht gut aus. Jawoll. Nice. 27. Verteidigung, Angriff nochmal zwei drauf. Ja, das wird gut. Nur ein kleiner taktischer Fehler. Dass die so ein, dass der Kittel von denen auch so ein bisschen gerissen ist. Ja, mein Experiment war ein voller Erfolg. Eine Beförderung ist mir gewiss. Diese Niederlage bedeutet gar nichts. Das ist eher anders. So, komm. Oh, ach so. Vielleicht. Aber einem Schwächling werde ich es nie verraten. Das ist auch so ein Conan-Satz. Müssen wir erstmal. Ja, genau. Du musst erstmal deine Kraft beweisen. Ja. Oh, coolen Rittern. Mag wie ja die Scheren immer so. Ja, so strikt. Dora ist wirklich ein aus Mod. Okay. Ach ja, ist schön wieder mit dir Pokémon zu spielen, Mats. Ja, darf ich das mal sagen? Das ist auch wieder lange her gewesen. Ja. Bleibt was Besonderes. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist Ich weiß gar nicht, wie Stahl gegen Pflanze wahrscheinlich gar keine Wechselwirkung haben. Mal gucken, was passiert. Ist ja auch ein Experiment für uns alle. Du floss auch so ein tolles Pokémon. Boah, doch geht. Oh. War ein Volltreffer mal. Das ist effektiv. Nee, einfach nee, nur ein Volltreffer. Volltreffer. Ja gut, hat er ja nicht so viel Land gesehen. Nö, war jetzt tatsächlich, so habe ich mir das vorgestellt. Fleckmon-Route, okay, Radikal-Route und Fleckmon-Route sind die zwei Passwörter. Okay, Fleckmon und Radikal, das könnte man sich ja merken. Okay, das heißt, okay, die haben wir jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt da hochgehen, hier müssen rechts. Wir zum Bossraum kommen. Zum Bosszimmer. Die Frage ist, ob ich jetzt hier nochmal heile, gerade oder das im Mir geht's auf jeden Fall hoch. Ja, sieht richtig aus. Aber was war dann? War dann in dem Stockwerk drunter nichts mehr? Doch, da sind wir hergekommen. Hier kommen wir noch nicht. Ich meine, in dem, wo du jetzt herkommst, haben wir da schon alles gesehen. Ich meine, da haben wir jetzt alles gesehen. Ich kann nochmal eben gucken, weil wir auf der anderen Seite offensichtlich nochmal runtergehen. Wenn du jetzt hier nochmal oben hoch. Weil hier waren wir, da links waren wir. Ja, nee, da ist die Tür, wo nicht reinkommen. Ach stimmt, da kommt man dann von der anderen Seite hoch. Ja. Ja, okay, verstehe. Das heißt, wenn wir jetzt rechts oben reingehen, kommen und dann wir links oben wieder runter, dann passt das. Sollten wir. Sollte eigentlich. Aber gut, dann ist hier doch noch nicht der
Aber wir haben die zwei Passwörter schon mal. Oh, das sieht aber hier so fancy hier kannst aus. Du nochmal Sachen ausschalten. Meinst du? Ja, oder kannst du damit nicht. Oh. Eine Spezialverteilung gefunden, okay. Sure. Konntest du mit dem Laptop nicht interagieren? Nee, da unten waren ja alles nur Deko. Ach so. Unten waren ja auch ganz viele gerade. Weil der stand hier nur so einzeln, deswegen. Ach so, ja. Irgendwann war was, oder? Hallo. Ich habe die Passwörter übrigens. Ach so, ich dachte gerade, ein E-Kind? Ein Kind? Ich mache das zwar nur widerwillig, aber ich muss sie ausschalten. Ausschalten. Das macht dich, macht dich natürlich dann zu einem besseren Menschen, wenn du das widerwillig machst. So, das hat der dann. Das passt. Ja, je mehr Pokémon sie haben, desto geringer sind sie immer am Level. Sehr gut. Das sollten noch One-Hits werden. H.Edna ist so ein guter Name, Mats. Ich weiß. Kannst das Album so machen. Ach ja. Und habe ich dir schon erzählt, dass ich mir Resident Evil 2 gekauft habe? Das neue? Fürs N64. Oh. Ja. Ich bin gerade. Das ist so faszinierend, diese. Habe ich neulich bei Digital Foundry ein Video zugesehen zu den verschiedenen Versionen vom ersten. Vom ersten Resident Evil 2, ihr wisst, was ich meine. Die frühen, ja. Weil ich habe sie auf der PlayStation 1 durchgespielt, vor nicht so langer Zeit. Genau, das hatte ich auch mitgekriegt. Ich habe das gar nicht gespielt. Nicht davor auch nicht. Ich bin gerade immer so ein bisschen, ich gucke gerade so, was es ergibt. Ich versuche auch gerade irgendwie immer so ein StarCraft 64 aufzutreiben. Oh ja, das ist leider super teuer. Was heißt super teuer? Also verhältnismäßig, das sind 170 Euro, Das ist für mich schon super teuer. Ist es auch, aus Australien, aber wenn du guckst, was die, also es ist nur das Modul und die Aufkleber ist ein bisschen beschädigt, ja, was sich aber alles dann machen wird, aber wenn du das mit Originalhülle Da zahlst du, also für die PAL-Version, weil die halt günstig genau. ist, es gibt aber die NTSC, amerikanische kriegt man die kriegst du leicht, ja. Brauchst aber halt einen NTSC, ist das ein Vogel mit dem Hut? Das ist ein Kramox. Achso. Ich glaube, das kennst du noch nicht. Sieht halt aus wie ein Hühnchen mit dem Hut. Ich will aber erstmal hier. Soll auch so aussehen, glaube ich. Bevor wir da zum Boss gehen, weil jetzt müssten wir hier rauskommen. Ja, okay, hier wollte ich hin. Ja, aber müsste nicht. Also klar, dein N64 spielst du dann nicht ab, aber. Man müsste halt ein N64 sich ein amerikanisches holen. Die kosten nicht viel, habe ich schon überlegt. Ja. Aber. Konnte das Retron N64? Nee. Okay. Oh no! Ich habe eine Krabbe. Depp. Bobse. Wir haben ihn Bobse genannt. Da haben wir kurz den Vergangenheitsbatz und Tom auch loben. Was hast du denn schon wieder hier verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diese Team Rocket Nulpen abfahren. Das spricht auch wie. Naja. Aber egal. Vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt, ist, was er gerade zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Cool. Was? Der läuft hier also nur rum gerade. Ja, und dann geht er wieder. Cool. Ja. Ich glaube, er hat sich verlaufen. Ja, das ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich glaube, es ist ihm peinlich gewesen. Und deswegen hat er uns jetzt beleidigt. Waren wir jetzt gerade. Guck mal, was mir gerade auffällt. Ja. Diese Lichter, ne? Ja. Sieht aus wie ein Gesicht. Ja. Die zwei orangenen Stimmt. Sachen sind die Augen. Das erinnert mich an so, weiß nicht, Sequel of Evermore oder sowas. Mhm. Augen. Kommst du hier rein? Ich bin von da gekommen. Das sieht aus wie das Postzimmer. Ja, es ist das Postzimmer. Dann möchte ich aber, glaube ich, gerade doch noch mal. Was jetzt wahrscheinlich aber ein bisschen doof ist, weil wir nur noch Hypertränke haben. Wir haben nämlich keine Top-Tränke und Hypertränke. Haben wir noch. Nee, dann heile ich erstmal nicht, dann mache ich das vielleicht im Kampf. Mal gucken, was der hat. Vielleicht. Vielleicht one-hitten wir alles. Gibt. Achso, okay. Die gibt man da an, okay. Ja, so viel zum Thema merken. Ja. Willkommen in meinem Versteck, Thomas. Ich mache hier mein Angebot. Ja, genau. Sehr gut. Was? Du willst wissen, wer ich bin. Du kommst zur Hochzeit meiner Tochter. Oh Gott. Ich nehme diese fette Burschen aus deiner Hand und stecke sie in meine Tasche. Aus deinem Mund. Stecke sie in meine Tasche. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Oh Mann, so ein guter Film. Also, ja. Ja, ich bin Giovanni. Obwohl, ist das der Giovanni? Das wird dann, muss ja, oder? Also, dann musst du ihn sprechen, den hast du gesprochen. Wie habe ich den denn gesprochen? Weiß ich nicht mehr, aber nicht so. Ich bin Giovanni, der große Giovanni.
Aber ein bisschen Vario mit drin, ne? Wie geht's? Stimmt. Ich sehe nicht aus wie Giovanni. Oh, wir sehen uns gar nicht ähnlich. Ja, dann kannst du es doch machen. Verflixt. Dabei habe ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt, wie du gerade an meiner Impression gemerkt hast. Ich bin Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Team Rocket hat einen Vorstand? Jetzt müsst ihr auch wieder anders reden, ne? Ja. Ich bin Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Holy shit. Du dachtest wohl, du könntest dich in jetzt den... Jetzt zieht er gleich noch die Kappe ab und das sind Wahrheiten. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen. Was ist das denn? Don Canaille. Ach so, Don Canaille, natürlich. Aber da hast du dich verzettelt. Don Canaille. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet Lang lebe Giovanni, nicht oder? Mache ich auch bei Google, weil ich habe jetzt immer Langlebe Mats als Passwort. Eigentlich voll gut. Wenn ich, oh, es ist blöd, wenn ich das jetzt sage und vielleicht irgendwann doch mal mache. Dann, jetzt bist du bestimmt baff, dass ich es so einfach verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn du kannst damit nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst. Ja, das wird kompliziert, ey. rührt die Tür sich keine Zentimeter. Ach so sieht der aus. Der sah so aus, als wäre dem das auch unangenehm, dass das da... Jetzt sieht er wieder böse aus. Ja, okay, was hat er? Zubat Level 22 immerhin. Das waren ziemlich, glaube ich, 4 Stimmen für ihn. Ja, das war ein bisschen Overkill. Aber naja, er hat erst den Mafioso nachgemacht, dann hat er Giovanni nachgeäfft, dann war er wieder der Mafioso, dann hat er sich die Maske abgezogen und dann war er Don Canaille. Sag mal, die Lore haben wir eingehalten. Ja, es ist schon... So, guck mal, das lief doch schon mal gut. Nicht, dass uns hier Willkür vorgeworfen wird. Nein, das ist hier harte Arbeit. So, hier möchte ich aber gerne mal gleich wechseln. Machen uns sehr viele Gedanken über uns. Wir haben uns vorher eine halbe Stunde vorher getroffen und haben uns aufgeschrieben. Ja, das genau. Was, also ohne zu gucken, was passiert, aber für alle Eventualitäten sind wir vorbereitet. Für jeden Charakter eine. Für jeden Charakter mindestens eine. Ja. Teilweise kann ja auch sein, dass er Schnupfen hat oder so. Genau. Oder auch sexen können. Och. Ah, das ist. Meine Akzente sind allerdings sehr limitiert. Also ja, aber das reicht für 2, finde ich in Ordnung. Für das bisschen reicht. Ich kann aus allen Bundesländern und also wirklich. Hier, Achtung. Hallo, mein Name ist Mats. Ich komme aus Niedersachsen. So, jetzt mal. Hallo, mein Name ist Mats. Ich komme aus Bayern. Das war nicht so ein guter Witz in meinem Kopf. Klar war der irgendwie lustiger. Ich fand's gut. So, was hast du jetzt noch? Im nächsten Phoenix Ride muss ja auch irgendjemand die Don Canaille. Ich freue mich sehr auf das nächste Phoenix Ride. Ja, me too. Ich weiß, ihr auch. Dauert noch ein bisschen. Ja, ich bleib Wir haben noch nichts aufgenommen. Nein, soll kein Tease sein. Es ging noch nicht weiter. Wir haben eigentlich davor noch ein anderes Let's Play vor und da sind wir auch noch nicht so weit. Aber möglicherweise soon. Ändern sich jetzt bald Dinge. Ja. Radikalkampf, Blockstein ist doch. Wie war denn das? War Kampf nicht effektiv gegen normal? Ich glaube, Kampf ist effektiv ist gegen effektiv? Normal. Oh. Also probier mal zur Tumor. Aber das sollte ja doch normal Schaden machen. Ja. Hinweggefegt. Was? Hinweggefegt, meine ich. Ja. So, Knirscher macht nicht so viel, auch wenn die Verteidigung gesenkt wurde. Alles gut. Das ist sehr effektiv. Ach, tatsächlich. Okay. So, Hauerstein geht hoch. Ach, das war schon schade. Ich war völlig chancenlos. Vergib mir, großer Giovanni. Das ist schon wieder eine schöne Geschichte, die wir hier aufgemacht haben. Vor 3 Jahren löste unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er harrt irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Er harrt irgendwo. ich habe eine witzige Vorstellung. Nicht, oder? Die Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Das ging gegen die Wand gelaufen. Das war ziemlich gut. Kramurks. Was? Das kann reden? Ich spüre hier so ein bisschen Phoenix Wright. Ja. Können wir das jetzt mitnehmen? Das musst du reden. Das Kramurks hat Lamm das Stimme perfekt imitiert. Lang lebe Giovanni. Könnte das etwa... Ach so, schade, ich denke, wir müssen das einsammeln. Kra! Lang lebe Giovanni, kra!
Ich rufe... Kramos ist auch ein tolles Punkt. Kramos in den Zeugenstand. Okay, die sind jetzt nach oben, ne? Ich rufe hier Kramos. Ich rufe den Raben. Wenn wir jetzt hier eh... Ach, da ist er. Du musst ihm jetzt wahrscheinlich hinterher. Lang lebe Giovanni. Seit wann machen denn Raben... Ist das ein Rabe? Die Sprache nach. Aber dann ist er ja hier lang, ne? Ja. Naja, wir Raben, natürlich machen die das. Nimmermehr, nimmermehr, sprach der Rabe. Sprach der Rabe nimmermehr. Was? Sprach der Rabe nimmermehr? Sag mir nichts. Achso, okay. Ja, dann sag ich auch nichts. Tut mir leid. Okay. Also, die sprechen schon mal. Aber wo ist er denn hingelaufen? Runter? Hoch? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nee, schön. Also er ist nur runter, wir wissen es nicht. Vielleicht, aber vielleicht ist er hier. Ich würde sagen, er ist hier hochgelaufen. War mir hier schon mal hoch? Ah ja, okay. Das finde ich lustig, dass man ihm jetzt so hinterher muss. Lang lebe Giovanni! Stimme so. Ach, jetzt sagt er das da und geht. Ach, hier sind wir. Lang lebe Giovanni! Kramus kreischt das Kraschwort mit exakt derselben Stimme wie Lambda heraus. Das sprachgesteuerte Schloss öffnet sich. Ärgerlich!